Ich komme jetzt zu Tagesordnungspunkt 6 zusammen mit 22, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen mit dem dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke, Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen. Als erstes hat sich der Kollege Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was vor der Wahl gilt, gilt für uns auch nach der Wahl, unabhängig vom Ergebnis, weil das eben einmal so eingeflochten wurde. Themen bleiben ja deswegen richtig und wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, auch wenn die derzeitige Mehrheit meint, sie seien unwichtig. Deswegen sagen wir, das Thema Straßenausbaubeiträge ist eines, was viele Menschen bewegt. Hier sind heute viele Vertreterinnen und Vertreter von Bürgerinitiativen, denen wir ein herzliches Willkommen zurufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema Abschaffung der Straßenausbaubeiträge hat uns im letzten Jahr beschäftigt. Zur Geschichte, zur Historie. Zwei Gesetzentwürfe der SPD-Fraktion wurden von der Mehrheit von CDU und GRÜNEN nach erster Beratung ohne weitere Diskussion, ohne die Möglichkeit, eine ordnungsgemäße Anhörung durchzuführen, eiskalt abgelehnt. Nun könnte man frei nach Herrn Al-Wazir sagen, dafür haben wir auch eine Mehrheit bekommen. Aber das hat er so nicht gesagt. Das sagt er vielleicht auch nicht so. Man könnte es aber politisch so interpretieren. Das, meine Damen und Herren, wäre sicherlich der falsche Eindruck. Worum geht es? In den letzten Tagen konnten wir lesen, dass Abgeordneten der GRÜNEN, ob das Frau Kinkel war aus Hersfeld-Rotenburg, die Frau Goldbach, die zu dem Thema auch immer eine besondere Meinung hat, im Pressespiegel lesen, das Gesetz sei gut. Das Gesetz zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, ob einmalig oder wiederkehrend, sei ein gutes Gesetz. Wörtliches Zitat. Wir haben mit dem Gesetz eine gute Lösung im Interesse der Grundstücksbesitzer und Kommunen geschaffen. Einige Kommunen haben ihre Straßenbeiträge daraufhin abgeschafft, wie die Stadt Bebra. Das Thema werde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg immer noch sehr breit und sehr kontrovers diskutiert. Das sei aber in den meisten anderen Landkreisen nicht der Fall. Meine Damen und Herren, wo leben eigentlich Abgeordnete von CDU und GRÜNEN? Das wird diskutiert im Landkreis Fulda, im Landkreis Werra-Meißner, im Schwalm-Eder-Kreis, im Lahn-Dill-Kreis, in Gießen und in vielen anderen. Und da stellen Sie sich hin, das sei kein Thema. Es bewegt viele Menschen, und deswegen besteht Handlungsbedarf, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt mittlerweile über 60 Bürgerinitiativen in Hessen. Es gibt viele Kommunen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und das Problem ist ja durch Ihre Gesetzesänderung im letzten Jahr nicht gelöst. Die Kommunen haben deswegen keinen Euro mehr. Und die Tatsache, dass immer mehr Bürger herangezogen werden zu Gebührenbescheiden, die einige 10.000 Euro betragen, ist Realität in Hessen. Und sie wird zunehmen, weil wir in vielen Kommunen, in vielen der 423 Städte und Gemeinden einen erheblichen Sanierungsstau haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und das ist insbesondere auch ein Thema für den ländlichen Raum. Die Abgeordnete Frau Arnold von der CDU erklärt über die Presse, man müsse den ländlichen Raum stärken. Ja, die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen ist ein Thema, wie Sie den ländlichen Raum tatsächlich stärken können. Die Fälle haben nicht abgenommen seit dem letzten Jahr, die haben zugenommen. Und da will ich einmal sehr deutlich sagen, nun kann man sagen, das kommunale Selbstverwaltung, das hat ja übrigens nie einer bestritten hier in diesem Raum, aber dass die hessischen Kommunen nach dem Landkreis Saarland die zweitschlechteste Finanzausstattung haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben, das ist ein unbestreitbarer Tatbestand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und neben dem Thema Sanierung von kaputten Straßen wird das Thema Kita und Betreuungskosten in dem Bereich die Kommunen enorm belasten. Und deswegen ist das Land Hessen auch in der Verpflichtung, weil das Land ist zuständig für die Finanzen der Städte und Gemeinden. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, gehören Straßenausbaubeiträge abgeschafft. Nicht ein bisschen, nicht ein Viertel, sondern ganz konsequent, weil sie sind sozial ungerecht. Sie spalten die Bürgerschaft in den Kommunen, und wir müssen die kommunale Selbstverwaltung stärken. Und deswegen weg mit Straßenausbaubeiträgen.
Und was sagen und vor allem auch die GRÜNEN, wenn Gebührenbescheide von 30, 40, 50.000 € auf die Leute zukommen? Ja, wir haben doch eine ganz tolle Regelung geschaffen. Sie können in 20 Jahresraten die Beträge abstottern. Da sage ich ein bisschen sarkastisch, schön, wenn man das letzte Jahr der Ratenzahlung auch noch erlebt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist doch keine ernsthafte Antwort. Deswegen sagen wir, und wir legen diesen Gesetzentwurf erneut vor, es gibt einen Gesetzentwurf der LINKEN, der sich nicht viel unterscheidet. Und die sagen, wir müssen bestimmte Städte, die finanzstärker sind, rausnehmen. Darüber kann man reden. Das macht man übrigens in einem Gesetzgebungsverfahren, in dem man eine ordentliche Anhörung durchführt. Deswegen erwarten wir als SPD-Fraktion von CDU und GRÜNEN, dass es diesmal eine ordnungsgemäße schriftliche und mündliche Anhörung in diesem Landtag, möglichst in diesem Raum gibt, wo alle Beteiligten sich äußern können. Und dann kann man die Sachlage bewerten. Der Städte- und Gemeindebund hat gesagt, es Handlungsbedarf. Ja, weil viele Bürgermeister am Verzweifeln sind. Sie spalten die Bürgerschaft in den Kommunen. Und das kann doch nicht Sinn und Sache sein, in Wiesbaden ein Gesetz zu beschließen und die Kommunalpolitiker ehrenamtlich in der Masse vor Ort allein lassen. Und deswegen müssen Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. Deswegen gibt es heute diesen Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin dem Kollegen Bellino, Sie sind ein dankbarer Zwischenratgeber oder Wortratgeber, für den Hinweis, warum es wir nie abgeschafft haben. Sie werden es nachvollziehen. Es tut mir in der Seele weh. Ich habe seit 20 Jahren nicht die Gelegenheit dazu. So einfach ist die Welt. Davor war das Thema gar keines, was auf der kommunalen Ebene eine solche Rolle gespielt hat, weil in den 80er und 90er Jahren die Finanzausstattung der Kommunen eine deutlich bessere war. Relativ einfach. Relativ einfach. Ich höre irgendein Gebruppel hinter mir auf der Ministerbank. Da gilt die Regel, wenn der Minister etwas zu sagen hat, gilt das Pult, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil ich Sie akustisch nicht verstanden habe, Herr Kollege Beuth. Meine Damen und Herren, gerade bei dem Thema Finanzausstattung der Kommunen und Entwicklung der wirtschaftlichen und finanzpolitischen Situation, Herr Kollege Bellino, damit das einmal klar ist, Schuldenstand des Landes Hessen bei Ihrem Amtsantritt vor den bekannten 20 Jahren ja, waren 23 Milliarden €, jetzt sind Sie bei über 40 Milliarden €. Wer die Schulden nahezu verdoppelt hat, muss uns nicht belehren über öffentliche Finanzen. Immer an die eigene Nase packen. Und dieser Gesetzentwurf, ja, Herr Boddenberg, ich weiß ja, ich nehme ja auch, ja, ist alles in Ordnung. Sie konnten schon damals nicht rechnen. Ich weiß ja auch, dass Sie im Gegensatz zu uns die Landtagswahl gewonnen haben mit exorbitanten Ergebnissen und die CDU ja glänzend da ist. Das nehme ich auch alles weiterhin zur Kenntnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum ist dies das Thema so wichtig? Weil viele Menschen erwarten, dass wir ein Thema aufgreifen, was unbefriedigend gelöst ist. Und Sie konnten heute lesen, ein Viererbündnis, also früher gab es mal eine Viererbande woanders, aber also heute ein Viererbündnis plädiert für Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bund der Steuerzahler, Haus und Grund in Hessen, der Verband der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft und der Verband Wohneigentum Hessen sagt, die Straßenausbaubeiträge müssen abgeschafft werden. Ein ziemlich illustres Gremium, was sich dort zusammengetan hat. Meine Damen und Herren von CDU und GRÜNE, nehmen Sie eigentlich die Realität in diesem Land nicht mehr wahr? Nehmen Sie eigentlich nicht zur Kenntnis, dass vielen Menschen dieses Problem auf der Seele brennt? Und nehmen Sie eigentlich nicht zur Kenntnis, dass Straßenausbaubeiträge tatsächlich eher ein Thema des ländlichen Raums als des Ballungsraums ist und dass wir deswegen dieses Problem lösen müssen? Und deswegen sagen wir als SPD-Fraktion, die Kommunen brauchen auch einen finanziellen Ausgleich durch das Land. Und deswegen sagen wir, eine Investitionspauschale von 60 Millionen € soll verteilt werden. Über die Verteilung kann man im Ausschuss reden. Das ist gar nicht der Punkt. Dafür ist eine Anhörung da. Und diese 60 Millionen € müssen zweckgebunden für die Sanierung kaputter Straßen in die Hand genommen werden, weil die Kommunen dieses Geld dringend brauchen. Und es kann nicht sein, dass der Bürger in einer Kommune 30.000, 40.000 € bezahlt, 3 Kilometer weiter in einer anderen nichts. Somit können Sie das den Menschen nicht erklären, und wir wollen es auch nicht. Deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bleibt das Thema auf der Agenda. Es liegt an Ihnen, eine ordnungsgemäße Anhörung zuzulassen.
Weil, wenn Ihre Argumente so richtig toll sind, wie Sie behaupten, brauchen Sie eine Anhörung nichts zu fürchten. Dann kriegen Sie also solche Lobeshymnen, dann kriegen Sie solche Geschichten, dass Sie die Größten, Besten und Schönsten sind. Gut, das behaupten Sie sowieso, aber das ist eine andere Geschichte. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen, dass dieser Landtag in der Lage ist, ein Problem, das vielen Menschen auf der Seele brennt, zu lösen. Und deswegen, Straßenausbaupolitiker sind sozial ungerecht. Sie spalten die Bürgerschaft. Wir wollen sie abschaffen. Wir wollen die Kommunen entlasten. Und deswegen ist das ein guter Gesetzentwurf. Wir bitten um Zustimmung. Vielen Dank. Danke schön, Herr Abgeordneter Rudolph. Es liegt mir eine weitere Wortmeldung vor, und ich darf damit das Wort erteilen dem Abgeordneten Schaus für DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Ärger ist groß, wenn Eigentümerinnen und Eigentümer, die an grundsanierten Ortsstraßen ein Grundstück besitzen, von der Stadt- oder Gemeindeverwaltung eine hohe Zahlungsaufforderung erhalten. Je nach Nutzung der Straße können Kommunen derzeit bis zu 75% der gesamten Straßenausbaukosten auf diese Anlieger umlegen. Die Entscheidung, wie eine Anliegerstraße grundsaniert wird, trifft die Kommune oft ohne vorherige ausreichende Beteiligung der Anlieger. Die Kostenberechnungen sind für die Betroffenen oft unverständlich, insbesondere dann, wenn zusätzlich auch noch das Kanalnetz oder Versorgungsleitung mit erneuert werden. Wie wir aus den Beratungen im letzten Jahr wissen, werden dann in vielen Fällen Summen, je nachdem, zwischen 10.000 bis zu 120.000 € fällig. Geld, das die meisten Hausbesitzer gar nicht haben. Sie müssen sich dafür oft extra verschulden und zusätzlich Kredite aufnehmen, die aber ältere Menschen gar nicht mehr erhalten. Im Mai 2018 wurde hier eine Gesetzesänderung von CDU, Grünen und FDP beschlossen. Im Juni 2018 lehnte die gleiche Landtagsmehrheit unseren alternativen Gesetzentwurf zur kompletten Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge in dritter Lesung ab. Eine weitere Gesetzesinitiative der SPD zur vollständigen Abschaffung der Straßenbeiträge fand ebenfalls keine Mehrheit. In meiner Rede im September 2018 habe ich zu der von CDU, Grünen und FDP beschlossenen Gesetzesänderung Folgendes gesagt. Wir sind der Meinung, dass der beschlossene Gesetzentwurf weder für die hessischen Kommunen und schon gar nicht für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger eine gute Lösung ist. Die von Ihnen getroffene Änderung, aus der bisherigen Soll-Vorschrift eine Kann-Vorschrift zu machen, nutzt lediglich den Kommunen, die bislang keine Straßenbeiträge erhoben hatten und diese auch nicht erheben müssen, um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können. Und schlimmer noch, dank Ihrer sogenannten Hessenkasse sollen die Kommunen ja auch noch Geld für schlechte Zeiten ansparen. Das bedeutet, selbst wenn eine Kommune derzeit schwarze Zahlen schreibt, wird sie kaum davon absehen können, auf diese Einnahmequelle zu verzichten, damit sie mehr Geld sparen kann, um in schlechten Zeiten etwas zu haben. Die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen ist in vielfältiger Hinsicht ungerecht. Zunächst einmal zahlen alle Anlieger beim erstmaligen Bau der Straße Erschließungsbeiträge. Zudem müssen Anwohner von Kreis-, Landes- oder Bundesstraßen gar keine Beiträge zahlen. Soweit das Zitat. In vielen Städten wie Frankfurt, Wiesbaden oder Eschborn wurden in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten erst gar keine Beiträge erhoben. Zwischenzeitlich haben rund 40 Kommunen wegen der Aktivitäten der Bürgerinitiativen vor Ort, nicht wegen ihrer Gesetzesinitiative, ihre Beitragssatzung abgeschafft.
Aber 350 Städte und Gemeinden werden weiterhin Straßenbeiträge erhoben. Dort bestehen entsprechende Satzungen. Das sind oft solche Städte und Gemeinden, die es sich weiterhin aufgrund ihrer Haushaltslage eben nicht leisten können, die gesamten Kosten der Straßensanierung zu tragen. Und diese Städte und Gemeinden lässt die Landesregierung nach wie vor mit diesem Problem ganz alleine, meine Damen und Herren. Auch diese würden gerne ihre Anlieger von Straßenbeiträgen entlasten. Es macht nämlich keine Oberbürgermeisterin oder keinem Bürgermeister Spaß, aus der Not heraus die Bürger zur Kasse zu bitten. Der Protest in Hessen gegen diese ungerechten Straßenausbaubeiträge wird aber trotz der letztjährigen Änderung des Gesetzes immer stärker. Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen. In mehr als 60 Städten und Gemeinden haben sich mittlerweile Bürgerinitiativen gebildet, die vor Ort aktiv sind und bei zahlreichen Aktionen die generelle Abschaffung zu Recht fordern. Und das ist gut so. Mit viel Engagement und noch mehr Kreativität wird hessenweit Land auf, Land ab gegen die ungerechte Straps mobil gemacht. Und auch hier grüße ich recht herzlich die Vertreterinnen und Vertreter der zahlreichen Bürgerinitiativen heute hier im Landtag. Nur aufgrund deren intensives Drucks und dem Druck aus der Bevölkerung haben im Mai 2018 CDU, Grüne und FDP im Landtag ihre kleine Gesetzesnovelle überhaupt erst vorgenommen, die aber für die Betroffenen kaum eine Verbesserung ihrer Situation mit sich bringt. Sie haben damit auf Beruhigung bei den Betroffenen gesetzt. Das ist aber zu Recht gründlich schiefgegangen. Der Protest wird immer lauter, und das ist gut so. Wir hatten Ihnen einen alternativen Gesetzentwurf vorgelegt, der die vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorsieht. Am Vorbild Berlin, Hamburg und Bayern sollte sich auch Hessen ein Beispiel nehmen. Zwischenzeitlich wird ja auch in Thüringen und in Brandenburg über die Abschaffung der Straßenbeiträge beraten. Die bisherigen Einnahmen der Kommunen aus Straßenbeiträgen beliefen sich im Übrigen in den letzten Jahren laut Aussage des Innenministers auf jährlich ca. 40 Millionen €. Es wäre also für das Land Hessen völlig unproblematisch, den Städten und Gemeinden zweckgebunden im Rahmen eines Sonderfonds ihre Einnahmeausfälle jährlich zu erstatten. Und genau das ist Ziel unseres Gesetzentwurfs. Die ebenfalls im Mai 2018 von CDU, Grünen und FDP beschlossene Regelung zu den finanziellen Anreizen beim Umstieg von einmaligen zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen ist ebenso kläglich gescheitert und wird zu Recht von nahezu allen Städten und Gemeinden wie auch von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern als bürokratisches Monster abgelehnt. Danach sollen alle Eigentümer in einer Gemeinde oder einem Stadtteil, auch wenn sie nicht in der sanierten Straße wohnen, zahlen. Das sind dann zwar kleinere Beträge, auf die sie ja gesetzt haben, die werden aber dann eben Jahr für Jahr erhoben. Immer dann, wenn Straßen grundsaniert werden, sollen jedes Mal also die Kosten auf alle umgelegt werden. Der Verwaltungsaufwand dafür ist enorm. Da reichen im Übrigen die von Ihnen beschlossenen 20.000 € Starthilfe pro Berechnungsgebiet bei weitem nicht aus, die Verwaltungskosten zu decken. Im Übrigen ist das sozusagen ein Verwaltungsbeschaffungsprogramm statt einer entsprechenden Sanierung. Die 5 Millionen € könnte man besser an die Kommunen, an die Bedürftigen geben, damit sie ihre Straßen sanieren, statt damit sie ihre Verwaltung ausbauen in dieser Frage. Die SPD hat heute erneut einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Straßenbeiträge vorgelegt. Wir begrüßen es ausdrücklich,
dass die SPD wie auch wir weiterhin klar gegen die unberechtigten Beitragserhebungen Stellung bezieht. Dies hat zwar etwas gedauert, und es war bei der Anhörung des Gesetzentwurfs am 12. April noch nicht ganz so klar, aber wir gehen den Weg weiter gemeinsam. Wir begrüßen den Gesetzentwurf der SPD, auch wenn wir mit ihrem Finanzierungsvorschlag nicht ganz konform sind. Aber darüber kann und sollte man in der Tat, wie Günter Rudolph gesagt hat, in einer Anhörung reden. Denn anders als die SPD denken wir, dass es ausreichend wäre, die Mittel ausschließlich den ärmeren Kommunen, also der Stärkung des ländlichen Raums, wie Herr Rudolph gesagt hat, zunächst zur Verfügung zu stellen und nicht den sogenannten abundanten Kommunen. Städte wie Eschborn, Frankfurt oder Wiesbaden, die nie Straßenbeiträge erhoben haben, brauchen solche Mittel derzeit nicht aus unserer Antwort. Deshalb haben wir in unserem neuen Gesetzentwurf auch die Einrichtung eines Sonderfonds vorgesehen, in dem das Land verpflichtet wird, jährlich mindestens 60 Millionen € einzuzahlen und der zumindest in den nächsten 5 Jahren nur den rund 400 bedürftigeren Kommunen zur Verfügung stehen soll. Herr Abg. Schaus, ich möchte Sie Herr Präsident, ich komme erinnern. Zum Ende. Unsere Fraktion löst mit diesem Gesetzentwurf ein, was wir vor einem Jahr versprochen haben. Wir bleiben weiter dran. DIE LINKE wird auch im neuen Landtag, also jetzt, für die komplette Abschaffung der ungerechten Straßenbeiträge und für eine gerechte Kostenerstattung für die Städte und Gemeinden sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Eine weitere Wortmeldung liegt vor von Herrn Abg. Enners. Bitte, Sie haben das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Dass es in Hessen immer noch die Gesetzeslage zum Einfordern von Straßenausbaubeiträgen gibt, hat im Laufe der Zeit zu hohen finanziellen Belastungen für die von den Regelungen betroffenen Bürger – und wir reden hier von Belastungen teilweise bis zu mehreren 10.000 € – geführt. Andere Bundesländer machen es vor, dass es mit etwas gutem Willen durchaus leistbar ist, die Belastung der Bürger durch den kommunalen Straßenbau erst gar nicht entstehen zu lassen. Schauen wir in Artikel 137 Absatz 5 der Hessischen Verfassung. Dort ist unter anderem unmissverständlich aufgeführt, dass der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zur Verfügung zu stellen hat. Und somit kann es doch auch gar nicht anders sein, als dass man sich im Sinne der Hessischen Verfassung für einen Weg entscheidet, der als Ziel das Wohl des hessischen Bürgers vor Augen hat. Ob junge Menschen, die sich zur Familiengründung ein Haus gekauft haben, oder ältere Menschen, die sich ein Haus für ein ruhiges und schuldenfreies Leben im Alter erarbeitet haben, es sind alles Menschen, deren Lebensplanung und Lebensleistung geschätzt und vor allem geschützt werden muss. Diese Menschen dürfen eben nicht durch eine Straßenbeitragssatzung und die damit verbundene Umlegung der Kosten auf die Anwohner möglicherweise in eine zusätzliche langjährige finanzielle Belastung gedrängt werden. Und ich wiederhole noch einmal, nicht selten ist diese Belastung ein hoher fünfstelliger Betrag. Bedenken Sie, meine Damen und Herren, dass viele Bürger in Hessen von Altersarmut bedroht sind und somit der mögliche Verlust des erarbeiteten Eigenheims hier durch eine staatliche Maßnahme noch befördert werden kann. Auch die in 2018 beschlossene Zinssenkung und die Verlängerung der Abtragszeit auf 20 Jahre kann die Not nicht lindern, in die die Menschen durch die Straßenbeitragssatzung teilweise gebracht werden. Dabei kommt ja noch in Betracht, dass nach § 11a Absatz 6 KAG eine Heranziehung zur erneuten Zahlung zur Straßensanierung die Zeit von 25 Jahren nicht überschritten werden soll. Das kann im Umkehrschluss bedeuten, dass der Bürger unter bestimmten Umständen aus dieser Schuldenfalle überhaupt nicht mehr herauskommt. Die Förderung mit 20.000 € pro Abrechnungsgebiet ist da wirklich nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein, wenn der einzelne Bürger mit dem gut vierfachen Beitrag belastet werden kann.
Für uns mutet es auch schon sehr grotesk an, wenn man Menschen, die bereits das 70. oder 80. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, eine Ratenzahlung von über 20 Jahren angeboten bekommt. Diese Vorgehensweise lässt jeden Respekt vor den Menschen vermissen und ist alles andere als bürgerfreundlich. Es darf auch nicht sein, dass man in diesem Hohen Hause einfach nur zuschaut, wie in Hessen Bürgerinitiativen und Gemeinden in langwierigen Prozessen vor Verwaltungsgerichten um die Straßenbeitragssatzung aufreiben, wenn es parallel dazu andere Kommunen gibt, die die Straßenbeiträge freiwillig abschaffen. Wir von der AfD fordern die Landesregierung auf, dieses entstehende Ungleichgewicht zwischen den Kommunen mit und ohne Straßenbeitragsforderungen so zu ändern, dass die bestehende Gesetzeslage dahingehend geändert wird, dass die Kosten für den kommunalen Straßenbau vollständig vom Land übernommen werden. Die AfD lehnt gleichzeitig die Möglichkeit der wiederkehrenden Straßenbeiträge ab, auch wenn es nach außen schön verkauft werden kann. Es bleibt die Tatsache, dass der dabei entstehende bürokratische Aufwand, wie wir bereits gehört haben, viel zu hoch wäre und den größten Teil der erzielten Einnahmen verschlingen würde. Es ist somit mehr als richtig, dass dieses bürgerunfreundliche Gesetz nun endlich abgeschafft werden soll. Aus diesem Grund unterstützt die AfD-Fraktion diese Gesetzesvorlage der SPD in allen Punkten, und wir hoffen, dass sich die Befürworter der Straßenbeitragssatzung eines Besseren besinnen werden. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Enners. Das war Ihre erste Rede in diesem Landtag, in diesem Hessischen Landtag. Ich darf Ihnen gratulieren. Herzlichen Dank. Es liegt eine weitere Wortmeldung vor von Herrn Abg. Hofmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sie haben das Wort, Herr Hofmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 2018 wurde in Zusammenarbeit mit der FDP, der CDU und uns GRÜNEN ein Gesetz verabschiedet, von dem wir immer noch meinen, dass es ein zielführendes und ein kluges Gesetz ist. Es gibt ein Attribut, das zur Neuregelung sehr gut passt. Es ist das Wort vernünftig. Es ist ich weiß, Sie haben Probleme damit. Es ist vernünftig, nicht an der Regelung der kommunalen Aufgabenverteilung und am System der kommunalen Selbstverwaltung zu rütteln. Würden wir es tun, würden wir die finanziellen Abhängigkeiten der Kommunen zu den Ländern weiter verschärfen. Das Recht zur kommunalen Selbstverwaltung bedeutet für die Gemeinden, alle Angelegenheiten der Gemeinde im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung regeln zu können. Und deshalb ist die kommunale Selbstverwaltung die Schule der Demokratie. Es ist nämlich nicht klug, wenn der Staat auch im kleinsten Dorf alles regelt oder meint, regeln zu müssen. Deshalb ist die kommunale Selbstverwaltung ein geschätzter und bewährter Teil des demokratischen Rechtsstaates. Es ist vernünftig, den Kommunen die Art und Weise zu überlassen, wie sie den Straßenbau finanzieren. Nein, das Thema ist nicht vorbei. Zur kommunalen Selbstverwaltung, meine Damen und Herren, gehört die Entscheidung darüber, wann und welche Straße in welcher Form erneuert wird. Und zur kommunalen Selbstverwaltung gehört auch die Entscheidung darüber, wie diese Maßnahmen finanziert werden sollen. Aus allgemeinen Steuermitteln, aus Gebühren oder aus wiederkehrenden Gebühren. Und das haben wir mit der Neuregelung 2018 ermöglicht. Und ja, es gibt Ungleichheiten unter den Kommunen. Es gibt und gab schon immer ungleiche Steuersätze, weil einige Kommunen, aus welchen Gründen auch immer, wohlhabender sind als andere Kommunen. Es gibt Ungleichheiten bei den Gebühren, bei den Abwasserversorgungsgebühren, bei unterschiedlichen Hebesätzen. Das ist normal, und es ist kein Skandal.
Eine Erhebung im März 2018 ergab ja, das haben wir eben schon gehört, dass 349 Kommunen über eine einmalige Erhebung den Straßenbau finanzieren. Das sind 82%. 10% nutzen wiederkehrende Beiträge und 8% erheben keine Beiträge. Die überwiegende Mehrheit also der Kommunen, 92%, erhebt Beiträge zum Erhalt der kommunalen Straßen. Diese Praxis ist seit mehreren Dekaden gängige Praxis und vor allem geltendes Recht. Es ist weiterhin vernünftig, wenn man die Anliegerinnen und Anlieger unterstützt, um Härtefälle zu vermeiden. Wir haben im vergangenen Jahr mit der gesetzlichen Neuregelung die monetären Härten deutlich abgefedert. Das liegt unter anderem auch an der im Gesetz vorgesehenen weitreichenden Stundungsmöglichkeiten bei einmaligen Beträgen. So können die Beiträge bis zu 20 Jahresbeiträgen beglichen werden oder innerhalb 20 Jahresbeiträgen beglichen werden, und das zu einem sehr niedrigen Zinssatz von 1%. Mit dieser Neuregelung haben wir die Situation der Anliegerinnen und Anlieger sanierungswürdiger Straßen verbessert. Denn zuvor musste man die Beträge, wie Sie wissen, innerhalb von 5 Jahren zurückzahlen, und zu 3%. Sofern Kommunen wiederkehrende Straßenbeiträge erheben wollen, greifen wir ihnen finanziell unter die Arme, indem sich das Land an den Kosten des erhöhten Verwaltungsaufwands mit einem Kostenausgleich von 20.000 € pro Abrechnungsgebiet beteiligt. Auch die Voraussetzungen für die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen wurden vereinfacht. Sollte es trotzdem zu existenzgefährdenden Situationen kommen, das steht auch in dem Gesetz drin, können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen werden. Das kam nämlich hier noch gar nicht zur Sprache. Das sind nämlich einige gewesen. Es ist dagegen unvernünftig, Angst und Panik zu verbreiten, meine Damen und Herren. Schaut man sich die Fallzahlen der Jahre 2015 bis 2017 an, wird ersichtlich, dass die überwiegende Mehrheit der beitragspflichtigen Zahlungen im niedrigen Bereich liegen, also unter 10.000 €. Ja. Das erklärte man denjenigen, der 100.000 zahlt. Ich wusste gar nicht, dass die SPD die Großgrundbesitzer so in Schutz nimmt. Respekt. Beim Straßenausbau, meine Damen und Herren, haben wir bisher nur über Belastungen gesprochen. Der Vorteil für die Anliegerinnen und Anlieger besteht in der Gewährung und Erhaltung der Möglichkeit, vom Grundstück aus auf eine weiterhin funktionstüchtige öffentliche Verkehrsanlage gehen oder fahren zu können. Diese Möglichkeit wirkt sich positiv auf den Gebrauchswert des Grundstücks aus. Die Rechtmäßigkeit der Beiträge sieht übrigens auch das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 21. Juni 2018, von dem ich eben gerade auch zitiert habe. Für sehr problematisch halte ich eine permanente Verunsicherungskampagne, die unterschwellig eine Ungerechtmäßigkeit oder Ungerechtigkeit unterstellen will. Diese ständige Infragestellung von rechtlich einwandfreien Gesetzen, die ständige Infragestellung der Finanzierungsmodelle kommunaler Aufgaben tragen zur Verunsicherung der Bevölkerung bei und treiben diese in die Arme extremer Populisten. Die Entscheidung über Straßenbeiträge liegt seit Mitte 2015 in freier Hand bei den Kommunen. Der Erhalt und die Sanierung von Gemeindestraßen ist eine originäre kommunale Aufgabe und Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Ich würde mir wünschen, wenn es dabei bliebe. Aber offensichtlich besteht hier großer Redebedarf oder Gesprächsbedarf, und dem wollen wir uns nicht entziehen. Danke Ihnen.